Unfassbar, was da vor mehr als 600 Jahren im Osten der Insel Mallorca geschieht. Fünf Männer dringen in eine völlig unbekannte Höhle ein. Für das Mittelalter beginnt hier die Hölle. Die Angst steckt ihnen in den Knochen. Angst vor einem gefräßigen Drachen, der hier unten hausen soll. Vielleicht der Teufel selbst. An diesem verfluchten Ort hat man keinen Blick für Naturwunder. Sie wissen nicht, wie diese Tropfsteine entstanden sind. Und sie können sich auch nicht erklären, warum es tief in der Erde, nur einen Pfeilschuss weit vom Meer, einen Süßwassersee gibt. Sie sind die Ersten in der Höhle des Drachen, durch die heute Millionen Touristen geschleust werden. Und sie haben einen Geheimauftrag. An markanten Punkten der Wegstrecke machen sie sich Notizen. Die sind wichtig für ihren Auftraggeber. Der Gouverneur von Mallorca hatte angeordnet, hier unten einen Schatz zu suchen. Nicht die Juwelen der Mauren, die waren schon längst von der Insel gefegt und um ihr Hab und Gut gebracht. Nein, es geht um den Schatz der Templer. Erst vor wenigen Jahren hatte man den mächtigen Ritterorden zerschlagen. Seine sagenhaften Reichtümer spurlos verschwunden. Diese unheimliche Höhle, die kaum jemand zu betreten wagte, wäre ein ideales Versteck gewesen. Was unsere Männer wirklich gefunden haben, bleibt ein Geheimnis. Aber es war keine Legende. Der Fall ist aktenkundig, belegt durch eine Urkunde von 1339 im Archiv des Königreichs Mallorca. Dieses Dokument markiert die Folgen einer beispiellosen Verschwörung. Ein Komplott, dem die mächtigste Organisation des Mittelalters zum Opfer fiel. Vergessen Sie Arenal, die Bierstraße und Ballermann 6. Wir zeigen keinen Teutonengrill und keine Putzfraueninsel, keinen Postkarten Mallorca mit Trauerrand. Wir folgen den verborgenen Spuren der Templer, drehen die Uhr zurück bis anno 1229, als Jaime I., König von Aragon, den günstigen Zeitpunkt erkannte, die Inseln vor seiner Haustür von den Sarazenen zu säubern. Zunächst nahm er sich die größte vor, Mallorca. Vor der Bucht von San Telmo, um das kahle Felseiland Dragonera, sammelte Jaime seine Flotte und schlug erstmals zu. Das Meer war weiß von Segeln. Und dann färbten sich die Strände rot. Ein zweiter Angriffskeil zielte auf Santa Ponza. Hier wurde später das riesige Kreuz errichtet, genau da, wo der König am 10. September 1229 mit seinen Truppen an Land ging. Unter ihnen kämpften auch viele Templer. Jaime war als Junge von ihnen erzogen worden. Er schätzte ihre militärische Schlagkraft. Doch zahlreiche Ritter ließen bei der Invasion ihr Leben, im Zeichen ihres Ordens,
dem blutroten Kreuz. Der Sieg war erst perfekt, als man nach monatelanger Belagerung, hier zeitgenössische Kriegsbilder, an Silvester 1229 die Hauptstadt einnehmen konnte, das arabische Medina Majorga. Davon ist im heutigen Palma so gut wie nichts mehr übrig. Außer dem Namen für das Stadtschloss, der Al-Mudaina, und dem arabischen Badehaus, einer Mini-Moschee auf 12 Säulen mit Fußbodenheizung und lichtdurchlässiger Halbkuppel. Die Kreuzfahrer haben seinerzeit gründlich aufgeräumt und aus den Trümmern der zerstörten Medina ihre christliche Metropole erbaut. Im Zentrum, wo man das Mittelalter noch hautnah spürt, glaubt man, dies alles sei erst gestern geschehen. Die Carrer del Temple, der Tempelweg, führt direkt zum Templerplatz. Nicht gerade die feinste Adresse von Palma, aber hier ragt der Palast auf, den König Jaime den Rittern nach der Eroberung geschenkt hatte. Trotz massiver Veränderungen in den letzten Jahrhunderten erkennt man noch zwei Ecktürme mit einem Portal. Der Eingang zu einem ursprünglich arabischen Kastell. Jetzt ist es voll mit Wohnungen. Versteckt im Hintergrund die Templerkapelle. Heute gehört sie einem katholischen Verein, der hier verlassene Kinder betreut. Strebepfeiler, eine Lichtgalerie, Mittelalter pur. Den Altar schmückte einst ein großes Ölbild mit Szenen aus dem Leben des heiligen Bernhard von Clairvaux. Der fanatische Kreuzzugsprediger hatte den Templern die Ordensregel geschrieben. Seine fast schon erotische Liebe zur Gottesmutter machte die Ritter zu glühenden Marienverehrern. Wie Bernhard wollten sie die lebensspendende Milch der heiligen Jungfrau empfangen. Was die Templer da um 1290 malen ließen, ist kein frivoler Akt, sondern eines von vielen Wundern, abgesegnet durch die Kirche und erstmals auf diesem Gemälde dargestellt. Das Kunstwerk hat gut 700 Jahre leidlich überstanden und hängt heute im städtischen Museo de Mallorca. Alte Stadtpläne von Palma zeigen, dass die Templer zwischen der Kapelle und den zinnenbewehrten Mauern Gärten angelegt hatten. Beete mit Heilpflanzen, die künstlich bewässert wurden, das hatten sie von den Arabern gelernt. Wir kreisen über der ehemaligen Ordensburg, dem Tempelhof. Einen Garten sieht man auch heute noch, freilich etwas verwildert. Aus der Luft erkennt man auch, wie dicht der Templerbezirk beim alten Judenviertel lag. Direkt unter uns verlaufen die Straßen der Pelzhändler, der Knopfmacher und Gerber. Die Ordensritter gewährten den Juden Wasserrechte und profitierten umgekehrt von einem einzigartigen Spezialbetrieb, der jüdischen Kartografenschule, die bald die berühmteste in ganz Europa wurde. Betrat man die Werkstatt, glaubte man zunächst in einer Gerberei zu sein. Doch die geglätteten Tierhäute, die überall zum Trocknen hingen, waren der Stoff, aus dem Seekarten und Träume entstanden. Man malt, was auf die Kuhhaut geht. Inseln, Küsten, Häfen. Fast so präzise, wie wir es von einem modernen Atlas kennen. Solche Karten waren teuer und blieben unter strengem Verschluss. Nur die Templer kamen vermutlich an einige Exemplare heran. Doch bevor sie das Meer kreuzten, bauten sie ihre Stützpunkte auf der Insel aus.
Die Ebene der Windräder, uralter Templerboden. Ihr Landgut Saranyasa lag nahe dem heutigen Flughafen. Auf dem Weg ins Landesinnere kommen wir an Alaro vorbei. Nach der Invasion der Christen hatten sich Reste arabischer Streitkräfte dort oben verschanzt. In einer Festung auf einem Felssporn der Tramuntana. Die Kreuzritter brauchten sie nur auszuhungern. Dann waren sie selbst die Herren von Alaro. Wer Alaro besaß, der kontrollierte Inka. Und Inka war wichtig für die Templer. Der Ort liegt in einer wasserreichen, fruchtbaren Ebene, wo Obst, Gemüse und Oliven in verschwenderischer Fülle wachsen. Noch nicht einmal 2 Jahre nach der Eroberung, ganz genau am 8. Juli 1231, erlaubte König Jaime den Rittern, hier in Inka 30 Familien sarazenischer Leibeigner anzusiedeln. Die arbeiteten für sie in Pacht, waren am Ertrag der Olivenernte beteiligt, durften weiter Arabisch sprechen und ihre Religion frei ausüben. Als das 9 Jahre später dem Papst zu Ohren kam, protestierte er heftig gegen diese humane Behandlung der satanischen Anhänger Mohammeds. Umsonst, die Templer hatten vollendete Tatsachen geschaffen. In Inka ließen sie triumphierend die Glocken läuten. Die Pfarrkirche Santa Maria la Mayor entstand zwar unter ihrer Regie, wurde aber später abgerissen und durch einen Barockbau ersetzt. Nichts ist mehr, wie es einmal war, bis auf ein merkwürdiges Überbleibsel. An vergessene Templerrituale erinnern noch das Taufbecken und die Holzwinde, mit der man den Täufling wieder aus dem Wasser zog. Solche Ganzkörpertaufe hatte die Amtskirche um 1250 abgeschafft. In ihren besten Tagen hatten die Templer fast den ganzen Nordosten der Insel im Griff. Das Gebiet umschloss die Berge der Tramuntana mit dem berühmten Wallfahrtsort Yuk, angeblich eine Gründung der Ordensritter. Das wird dem Besucher schon an der Pforte mitgeteilt. Gut möglich, dass die Templer den Bau des Klosters mit Geld und Personal unterstützten. Es wurde eigens für eine schwarze Madonna errichtet und die Templer waren glühende Marienverehrer. Aber warum ausgerechnet eine dunkelhäutige Jungfrau? Die schwarze Madonna war keine heidnische Göttin, an der die offizielle Kirche Anstoß nehmen konnte. König Salomos Tempelritter hielten sich genau an die Bibel. Dort heißt es: Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, schwarz wie die Teppiche Salomos. Ich bin schwarz, denn die Sonne hat mich verbrannt. Zur Moreneta, der Schutzpatronin Mallorcas, pilgern noch heute Tausende. Östlich von Yuk erreicht man Polenza, eingebettet zwischen den Ausläufern der Tramuntana und zum Meer hin offen. Eigentlich ein friedlicher Ort. Aber Polenza lag keineswegs im Windschatten der Politik. Hier hielten sich die Widerstandsnester der Sarazenen am längsten. Gefahr drohte auch von der Nachbarinsel Menorca, über der noch der Halbmond wehte. Der Außenposten Polenza brauchte eine starke Hand und die hatten die Templer. Mit den arabischen Freischärlern machten sie kurzen Prozess. Dann begannen sie ihren Besitz zu vergrößern. Vor der Stadt reihen sich noch immer die Mühlen der Templer auf. Nur sie und der König durften Korn mahlen und Brot backen. Das brachte satten Gewinn. Das Zentrum Polenzas mit der Plaza Mayor und der Kirche Santa Maria. An den Bau von 1236
erinnert nur noch die große Fensterrose. Im Innern hat man sämtliche Spuren der Ordensritter ausgelöscht. Aber direkt an der Templerstraße, genau gegenüber, steht noch das trotzige Haus, in dem ihr Komtur residierte. Die Männer an der Spitze des Ordens wurden im Lauf der Jahrzehnte immer mächtiger und dreister. Auf dem Kalvarienberg, den die Leute noch heute Puig del Temple, also Templerhügel nennen, errichteten sie einen riesigen Galgen, an dem sie im Namen des Königs Verbrecher aufknüpften. Jetzt steht hier eine kleine Kapelle mit einer ergreifenden Passionsgruppe, original Mittelalter. Maria, die Schutzpatronin der Templer, zu Füßen ihres gekreuzigten Sohnes. Die Macht des Ordens in Polenza war enorm. Er sprach Recht bei Prozessen, entschied in kirchlichen Fragen und verlangte sogar, dass die Bevölkerung nur ihm und nicht dem König diente. Über dem Meer, nur eine Wegstunde vor den Mauern Polenzas, thront Castel del Rey. Die königlichen Beamten in der Festung verfolgten das Treiben der Templer mit Argwohn. Auch im fernen Palma wurde man unruhig. Dort fand gerade ein feierliches Richtfest statt. Stein um Stein war die Kathedrale am Meer in die Höhe gewachsen. Knapp 80 Jahre, nachdem die Templer den Boden für dieses Wunder der Christenheit bereitet hatten, wurden sie von einem Komplott überrascht. Ein Schachzug des französischen Herrschers. Jaime II., König von Mallorca, machte sofort mit, denn ihm gehörte das Roussillon, eine Provinz im Süden Frankreichs. Und die wollte er nicht an den mächtigen Nachbarn verlieren. Im November 1307 bekam Arnald de Castelví, Chef der Templer in Palma de Mallorca, einen alarmierenden Brief von seinem Kollegen aus Katalonien, also vom spanischen Festland. Dieses Dokument blieb wie durch ein Wunder bis heute erhalten. Darin heißt es: Verkauft alle Grundstücke und wertvollen Gegenstände. Bringt euer Geld in Sicherheit. Ich fürchte, unsere Organisation, der Tempel, zerbricht. Schon ein Jahr später rollte eine Verhaftungswelle über die Insel. Angeblich wollten Papst und Könige die heilige Kirche von ketzerischen Elementen reinigen. In Wahrheit aber ging es um das Geld einer Organisation, die ihnen zu mächtig geworden war. Die Anklage gegen die Templer lautet auf Götzenverehrung, schwarze Magie, Homosexualität und Amtsmissbrauch. In Frankreich lodern die ersten Scheiterhaufen. Auch auf Mallorca fürchten die Ordensritter das Schlimmste. Auf einer Insel gefangen ist doppelt gefangen. So sehen sie ihre Lage. 100 Jahre nach diesen Ereignissen malte der einheimische Künstler Pere Nisard eine höchst aufschlussreiche Szene. Heute im Diözesanmuseum hinter der Kathedrale. Sarazenen greifen ein Stadttor von Palma an. Es wird von Templern verteidigt und ist mit ihrem Erkennungszeichen, dem roten Tatzenkreuz, markiert. Eine späte Ehrenrettung des verbotenen Ordens. Die Darstellung bildete mit zwei anderen Teilen den schmalen Unterbau für ein großes Altargemälde, ebenfalls von Pere Nisard. Es hängt heute für sich und ist der Blickfang des Raumes. Vordergründig wird da St. Georg der Drachentöter gefeiert. Aber dahinter liegt Mallorcas Hauptstadt mit ihren engen Gassen.
der halbfertigen Kathedrale und dem quirligen Hafen. Voll von Schiffen, die sich seit der Templerzeit nicht sehr verändert haben. Zwei Segler der Ordensflotte kennen wir mit Namen, den Falken und die Tempelrose. Das war die Chance für die verfolgten Ritter. Weg von der Insel, mit den Booten, die sie noch hatten, und ihren Seekarten, die plötzlich wertvoller waren als alles Gold und Silber. Trotz strenger Geheimhaltung gelingt nur wenigen die Flucht. Die es schaffen, haben ein klares Ziel, das spanische Festland, wo viele Brüder dem Druck des Gegners standhalten. Aber wie lange? Im Morgenlicht eine bekannte Landmarke, die Templerburg von Peñíscola, südlich von Tarragona. Hier hatte ein Landsmann das Kommando, der Mallorquiner Ramón de Guardia, hoch angesehen beim König von Aragon. Die Soldaten des Herrschers trauten sich deshalb nicht in die Festung. Für ungebetene Eindringlinge gab es eine Überraschung. Die Männer aus Mallorca ziehen weiter, in eine geheimnisvolle Bergwelt, den Maestrasgo, zu Deutsch die Herrschaft. Der Name geht auf die Templer zurück. Ihr Brennpunkt lag in Cantavieja, auf uraltem Siedlungsboden. Angeblich hatten hier schon die Karthager um 200 vor Christus eine befestigte Stadt gegründet. Als die Mallorca-Gruppe hier eintrifft, war der Ort schon über 100 Jahre im Besitz der Templer. Eine blühende Gemeinde. Doch 1308 erklärt der König von Aragon den Orden zum Staatsfeind Nummer 1. Seine Truppen belagern Cantavieja. Die Festung wird regelrecht platt gemacht. Nur die Templerkirche St. Michael blieb stehen. Liegt einer der Ordensbrüder, vielleicht der Festungskommandant, in diesem Grabmal aus Alabaster? Ein Abbild des Toten, lang ausgestreckt auf dem Sarkophag, könnte uns mehr verraten. Aber es ist längst verschwunden. Auch die Reliefszene auf der Vorderseite gibt uns keine Antwort. Viermal die gleichen Personen. Offenbar unterhalten sie sich, aber wir wissen nicht worüber. Eine verschlüsselte Botschaft. Die Leute im Dorf behaupten noch heute, der Tote sei mit Gold und Juwelen geschmückt worden, bevor man ihn bestattete. Bei der letzten Restaurierung vor 6 Jahren wurde das Grab nicht geöffnet. Auch wir haben das nicht vor. Aber wir wollen herausfinden, was es tatsächlich enthält. Ein Loch von nur 1 Zentimeter Durchmesser öffnet den Weg für die kriminalistische Spurensuche. Es wird übrigens später wieder mit Steinkitt verschlossen. Durch diese winzige Öffnung dringt ein Endoskop in den unsichtbaren Hohlraum. Es hat an der Spitze ein Objektiv und einen Lichtleiter, der das Innere ausleuchten kann. Die Spezialisten merken bald, der Tunnel ist zu eng. Das Endoskop hat kaum Spielraum. Es muss ein zweites Loch her, weiter oben. Jetzt wird ein Stab mit einer Optik von 90 Grad eingeführt. Sie zeigt zunächst die Deckplatte des Grabes, dann einen Unterschenkelknochen, der von einem schweren Stein zertrümmert wurde.
Rechts ein paar handgeschmiedete Nägel. Keine Spur von Edelmetall, von Juwelen. Irgendwann hat jemand die Ruhe des Toten massiv gestört und seinen Sarg durchwühlt. Die Legende von der goldgeschmückten Templerleiche geistert weiter durch den Ort. Gleich neben der Kirche mit dem geheimnisvollen Grabmal liegt das Hospital der Templer. Heute ein heruntergekommenes Spukhaus, unbewohnt. Hier haben die Ritter ihre verwundeten Brüder versorgt, sich aber auch um Kranke aus dem Dorf gekümmert. Das Königliche Archiv von Mallorca erwähnt ein Standardwerk mittelalterlicher Heilkunst aus Templerbesitz, das Lehrbuch der Chirurgie von dem Italiener Teodorico. Der Band ist reich illustriert. Hier untersucht der Arzt einen Patienten am Hüftgelenk. Kaum helfen aber konnte dieser medizinische Ratgeber bei der Bekämpfung einer unheimlichen Seuche, die damals ganz Europa heimsuchte. Sie trug den seltsamen Namen Antoniusfeuer, nach einem Heiligen, der sie angeblich kurierte. Aber das war ein frommer Irrtum. Der Herd dieser Epidemie verbarg sich in scheinbar unverdächtigen Roggenfeldern. Die Menschen jener Zeit glaubten zwar, dass Korndämonen wie die Roggenmuhme im Getreide lauerten. Aber sie wussten nicht, dass Schmarotzerpilze in Roggenblüten oft dunkle Sporen hinterlassen. Das noch heute gefürchtete Mutterkorn. Es enthält äußerst giftige Substanzen, die auch im Mehl und im Brot voll wirken. Wer davon aß, bekam bald starke Krämpfe. Die weiteren Symptome schildert ein Chronist. Viele verfaulten, wie von einem heiligen Feuer verzehrt, das ihnen die Eingeweide auffraß. Die Stadien der Krankheit werden drastisch dargestellt. Das Fleisch fällt von den Knochen. Oft müssen Hände und Füße amputiert werden. Die wandelnden Kadaver stinken wie die Pest, die erst noch kommen wird. Vorher rafft die heimtückische Lebensmittelvergiftung Zehntausende in Europa dahin. Die Templer gaben den Patienten Brechmittel aus dem Saft von Wolfsmilchpflanzen. Geschwüre behandelten sie mit einer Salbe, die aus der Zistrose gewonnen wurde. Das dunkle Harz dieses Strauches galt damals als wahres Wundermittel. Unter dem Namen Labdanum verbrannte es auch zu Weihrauch. Manche Templer wurden selbst Opfer des Antoniusfeuers oder der Lepra, die ähnliche Merkmale zeigt. Die Brüder schlossen sie aus der Gemeinschaft aus. Die heilige Messe durften sie nur durch ein Guckloch in der Kirchenwand verfolgen. Traf sie jetzt der Fluch des Baphomet, jenes dreiköpfigen Götzen, den so viele Templer angeblich verehrt hatten? Wie Gespenster schlichen sie durch ihre Klöster und Dörfer. In Wohngebieten mussten sie sich schon von Weitem mit einer Holzklapper bemerkbar machen. Die Flüchtlinge aus Mallorca packte das Grauen. Auf ihrem Weg nach Westen sahen sie nur Spuren des jüngsten Gerichts. Zerstörte Burgen, verbrannte Erde und die Trümmersteine ihrer Ordenshäuser. Der Marsch durch die Zone des Todes ist plötzlich zu Ende. Die Flüchtlinge betreten ein Ordensgebiet, in dem alles läuft wie gewohnt, ohne Störung von außen. Ihre Brüder halten sich jedoch kampfbereit. Es sind die Ritter von Montalban, der größten Templerburg Spaniens, nahe Toledo. Ja.
Im Schicksalsjahr 1308 verhandeln die Burgherren mit dem König von Kastilien. Andere spähen auch nach der Beute. Der Papst ermuntert sie. Doch seine Majestät will die Festung für sich. Woher dieses außergewöhnliche Interesse? Kastilien, das sagt schon der Name, ist voll von Kastellen. Aber Montalban ist etwas Besonderes. Nicht nur ein eisenhartes Bollwerk, das jedem Ansturm widersteht. Es liegt genau im Herzen Spaniens, bildet die geografische Mitte der Halbinsel. Ein idealer Platz, um Macht zu konzentrieren und nach allen Seiten auszustrahlen. Was die alten Karten auch schon zeigen, Montalban liegt auf der gleichen Linie wie Palma de Mallorca und Tomar. Zum ersten Mal hören die Mallorquiner von dieser Stadt in Portugal, dem Prunkstück ihres Ordens, beschützt von einem Herrscher, der das Komplott nicht mitmacht. Tomar wird zum Symbol der Hoffnung. Montalban geht an die Krone Kastiliens, kommt später in andere Hände, wird nicht Regierungssitz Spaniens, sondern verfällt. Aber es gibt immer noch genug, was uns staunen und rätseln lässt. Wozu brauchte man 17 Meter hohe Torbögen? Wie tief reicht die Erdschicht, die Jahrhunderte hier angefüllt haben? Nur mit viel Mühe und Spürsinn kann man Gänge und Räume auseinanderhalten. Das hier waren offenbar Toiletten. Die Exkremente landeten direkt im Burggraben. Auf dem ummauerten Gelände gibt es genug Brunnen. Wozu dann die riesigen unterirdischen Gewölbe? Das können nicht nur Wasserdepots gewesen sein. Wir wollen sie näher untersuchen. Verschüttete Säle. An manchen Stellen klingt es hohl, offenbar Geheimgänge. Aber wo führen sie hin? Vor ein paar Jahren geschah etwas Merkwürdiges. Ein trächtiges Schwein fiel durch ein Loch hier runter. Nach wenigen Tagen tauchte die Sau wieder auf, mit 7 Ferkeln. Aus einer Grube 4 Kilometer weiter östlich. Genau dort steht die Templerkapelle von Melke. Der Bau war schon da, als der Orden hier Fuß fasste. Ein Erbstück der Westgoten, die im 8. Jahrhundert den Arabern weichen mussten. Die ließen sich, trotz aller Feindschaft, vom christlichen Baustil inspirieren. Der typisch maurische Hufeisenbogen ist eigentlich eine Erfindung der Goten. Die Templer weihten den Raum der Schutzpatronin Maria und schmückten ihn mit ihrem Bildnis. Aber dann setzten sie einen Wehrturm mittendrauf. Die Kapelle wurde zum militärischen Vorposten auf dem Weg zu einer der wichtigsten Verkehrsadern. Der Rio Tajo. So muss der Reiseweg ausgesehen haben, auf dem die Flüchtlinge aus Mallorca ins gelobte Land nach Portugal kommen wollten. Ein breiter Fluss mit Felsbarrieren und waldigen Ufern. Im Verlauf des Tajo, mit gut 1000 Kilometern der längste Strom der Iberischen Halbinsel, gibt es nur noch ein einziges Stück Urlandschaft. Eine kurze Strecke mitten durch den Naturpark von Monfragüe. Sechzig Kilometer weiter stoßen wir auf die Reste einer Römerbrücke. Sie wurde um 90 nach Christus errichtet und war ursprünglich 280 Meter lang. 4 Bögen blieben übrig. Aber auch die beweisen noch das Know-how römischer Ingenieure. Schon die Templer waren beeindruckt. Die Bögen wurden aus regelmäßigen Ziegeln konstruiert und einsturzsicher zwischen die Träger gespannt. Die äußerst soliden Pfeiler laufen unten spitz zu, um die Strömung zu teilen. Hinter der Verschalung aus behauenen Quadern steckt eine Füllung aus kleinen Bruchsteinen.
Das machte die Stützen elastisch. Man weiß das so genau, weil man das Gemäuer vor ein paar Jahren Stein für Stein abgebaut und an dieser Stelle wieder neu zusammengesetzt hat. Früher stand die Brücke 4 Kilometer weiter südlich. Die Araber nannten das gut erhaltene Bauwerk Al-Qunetar. 1169 besetzten die Templer den Brückenkopf und hielten ihn bis zum bitteren Ende. Seit 1969 ist von Al-Qunetar nichts mehr zu sehen. Ein riesiger Stausee bedeckt das Land zu beiden Seiten des Tajo. Unter den Fluten verschwanden Baumwollfelder, aber auch Hünengräber aus der Steinzeit und eine westgotische Kirche. Nur die Römerbrücke hat man gerettet, nicht aber das Erbe der Templer. Wir gehen auf Spurensuche. Dabei hilft uns die Guardia Civil mit professionellen Tauchern. Jetzt im Mai ist das Staubecken bis zum Rand gefüllt. Die Strömung des Tajo recht stark. Die Boote machen an einer Stelle fest, die von flachen Erhebungen markiert wird. In etwa 12 Metern Tiefe stoßen die Taucher auf eine wuchtige Mauer, finden ein Loch und schlüpfen hinein. Offenbar sind wir jetzt in einem Turm. Treppenstufen führen nach unten. Doch mehr kann man nicht erkennen. Der schlammige Grund ist aufgewühlt. Algenschnee wirbelt nach oben. Wir brechen die Aktion ab und beschließen, zu einer späteren Jahreszeit wiederzukommen. September. Der Stausee hat sich total verändert. 5 Milliarden Hektoliter Wasser sind nach und nach abgeflossen. Die ausgebrannten Felder der trockenen Extremadura haben es dringend gebraucht. Inseln sind inzwischen aufgetaucht. Auch unser Turm, aber nur zu einem Drittel. Der größte Teil steht noch unter Wasser. Das keilförmige Bauwerk war Teil einer starken Festung. Blenden wir uns per Trick ins Mittelalter. So sah es damals hier aus. Der Tajo und sein Zufluss, der Rio Almonte. Nahe der Mündung der arabische Stützpunkt. Die Templer hatten ihn zu einer prächtigen Ritterburg ausgebaut und die Zufahrtswege instand gesetzt. Sie reparierten auch die schadhafte Römerbrücke. Zum Lohn durften sie Brückenzoll und Straßengebühren kassieren von jedem, der über den Fluss wollte. Aber das reichte ihnen noch nicht. Sie verlangten, dass Reisende den Tajo nur an dieser Stelle überquerten. Andere Brücken im Umkreis oder Kähne zur Überfahrt waren verboten. Zähneknirschend stimmten der König und die Nachbargemeinden zu. Torre de Floripes nennen die Leute hier den einzig erhaltenen Rest aus der Templerzeit. Floripes, die Tochter des Sultans, verliebte sich in einen christlichen Ritter. Die Romanze soll glücklich ausgegangen sein, so wollen es sagen meistens. Der Schauplatz der mittelalterlichen Love Story wirkt heute etwas verloren, doch er fasziniert noch immer. Der Turm besteht aus massiven Granitquadern und bildet von außen ein Fünfeck, wie das Pentagon in Washington. Von der Plattform mit ihrer vorspringenden Brustwehr konnte man Bewegungen auf dem Fluss und den Verkehr auf der Brücke bestens beobachten. In dieser Bastion fanden auch die Mallorca-Flüchtlinge noch einmal Zuflucht, bevor sie sich aufmachten Richtung Portugal. Die Fischer auf dem Stausee lassen sich viel Zeit.
Während sie auf ihren Fang warten, erinnern sie sich, wie es hier war, damals vor der großen Flut. Dann fallen ihnen auch die alten Sagen wieder ein, vom versunkenen Alconetar und von den Tempelherren, die von hier aus über die nahe Grenze fuhren, in ein Land, wo sie endlich willkommen waren. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Thank you.